für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Schulz. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause am Stream. Sehr geehrtes Präsidium, wir hatten von Seiten der Piratenfraktion am Montag eine Aktuelle Stunde angemeldet. Diese haben wir jetzt. Zwar wurde sie abgelehnt, aber sie ist da. Erstmal vielen Dank, liebe Landesregierung, dass Sie uns unterrichtet haben über das, was gestern passiert ist. Ich selbst war dabei. Ich war Kläger in diesem Normenkontrollverfahren. Folgender entscheidender Punkt ist aber hier zunächst mal zu betonen. Was ich hier gehört habe, wenn ich bedenke, dass 4 oder 5 Mal von Seiten der Landesregierung ist, Verfassungsbruch zu beklagen ist und dieses in der Vorgängerregierung Schwarz-Gelb, 14. Legislaturperiode, dieses 10-mal der Fall gewesen sein soll, wo soll das bitte hinführen, hier gegenüberzuhalten, wer wann wie oft die Verfassung gebrochen hat? Entscheidend ist, sie ist jetzt gebrochen worden. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben im Jahre 2013 den Beamtinnen und Beamten gesagt, Sie hätten genügend Beiträge geleistet zur Sanierung des Haushalts Nordrhein-Westfalens, nämlich jährlich in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, unter anderem durch Nullrunden in den Jahren 2005, 2006 und 2007, Nullrunden, die unter der schwarz-gelben Regierung zustande gekommen sind. Der Deutsche Beamtenbund sprach seinerzeit, sprich 2013, von sogar 2,8 Milliarden jährlich. Und Sie haben den Beamtinnen und Beamten in Aussicht gestellt, dass das so nicht wieder passieren wird und nicht fortgesetzt werden wird. Was ist passiert? Ich sage es Ihnen. Erstens Wortbruch und zweitens Verfassungsbruch mit Ansage bei einer durch das Gericht festgestellten evidenten Verfassungswidrigkeit des im Jahre 2013, nämlich genau, so ziemlich genau vor einem Jahr, hier in diesem Plenarsaal verabschiedeten Gesetz. Am 10. Juli 2013. Und am 10. Juli 2013 habe ich ebenfalls hier an diesem Rednerpult gestanden, Frau Ministerpräsidentin, und habe Folgendes gesagt. Das wird Ihnen beim Verfassungsgericht um die Ohren fliegen. Das haben die Sachverständigen auch gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass wir den Tarifabschluss 1:1 übernehmen müssen, um gerecht zu sein. Frau Ministerpräsidentin, ich zitiere wohl bemerkt, Frau Ministerpräsidentin, Herr Finanzminister, Sie haben noch wenige Minuten Zeit als Landesregierung, diesen Gesetzentwurf zurückzuziehen. Das Zitat geht weiter. Tun Sie dieses nicht, werden Sie sich ab heute Nachmittag den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass die Sozialdemokratie Soziales und Gerechtigkeit ab der Besoldungsgruppe A13 nicht mehr sieht. Heute wissen wir, was vor einem Jahr bereits klar war, und nicht nur, weil ich das hier gesagt habe, nicht nur, weil die anderen Oppositionsfraktionen auch gesagt haben. Nein, Frau Ministerpräsidentin, Herr Finanzminister, das haben auch in den Anhörungsverfahren von 21 Sachverständigen, Superexperten, Teile davon von Ihnen und den regierungstragenden bzw. den regierungstragenden Fraktionen selbst eingeladen, gesagt. Und der Herr Kollege Laschet, wenn der sich hier hinstellt und sagt, wozu brauchen wir noch Anhörungen, wenn Sie sowieso das, was aus den Anhörungen resultiert, nicht beachten wollen von Seiten der regierungstragenden Fraktionen, dann lassen wir es zukünftig bleiben. Und in der Tat ist der Vorschlag vielleicht gar nicht schlecht, dass wir da nur noch Verfassungsrichter hierher einladen und uns hier erläutern lassen, wie hier Politik zu machen ist. Eins steht jedenfalls fest. Gesetze werden hier im Parlament gemacht und sie werden vor den Gerichten auf den Prüfstand gestellt. Das ist geschehen und das ist gestern passiert. Und dieses in einer derartigen Klarheit, wie man sie gerade auch bei Verfassungsgerichten nicht unbedingt jeden Tag erlebt. Und dann kommen wir einmal zu den hier von Seiten der Regierungsfraktionen, wie aber auch von Herrn Finanzminister, ja, ich sage mal, fast gerügten Situationen, dass es ja keine Vorschläge von der Opposition gäbe oder gegeben habe. Ich sage Ihnen, das stimmt so nicht. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Ich selbst habe in einer der relevanten, maßgeblichen Ausschusssitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses, und Frau Kollegin, da können Sie gerne lachen, Sie können es dann im Protokoll nachlesen, vorgeschlagen, dass das Geld, was erforderlich sein wird, um gemäß dem Gesetzesvorschlag die Beamtinnen und Beamten
höher zu besolden, man insgesamt nehmen möge und sich mit den Vertretern der Beamtenschaft an einen Tisch setzt und darüber beratschlagt, wie man die ganze Chose, sprich das gesamte Budget, was etwa 410 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, auf alle Besoldungsstufen und durchaus dann von mir aus auch sozial abgestuft verteilt. Ich habe mit den Spitzenvertretern der Beamtenschaft im Lande Nordrhein-Westfalen gesprochen. Und diese haben mir signalisiert, seinerzeit im Jahre 2013 schon, dass sie durchaus bereit dazu sind. Was aber nicht geschehen ist, ist, dass die Landesregierung sich mit den Vertretern der Beamtenschaft an einen Tisch gesetzt hätten, um eine derartige Möglichkeit zu erörtern. Hier ist einfach eine Politik gemacht worden, ex cathedra, so nach dem Motto von oben herab, top down, nehmt es, fresst und sterbt. So sieht es aus. Und das ist falsch. Wie wir heute wissen und wie wir heute sehen. Und was haben wir heute? Eine Haushaltssperre. Das ist so ziemlich, na, ich möchte mal sagen, das ist sicherlich notwendig, aber es hätte nicht notwendig sein, wäre nicht notwendig gewesen, denn die Rückstellungsfrage, die auch im letzten Jahr gestellt worden ist, wurde von Seiten des Finanzministeriums in einer Weise beantwortet, die einen wirklich nur schaudern lassen kann. Denn seinerzeit, wie auch schon hier im Plenum von den regierungstragenden Fraktionen dann später so dargestellt, antwortete auf bestimmte Fragen der Staatssekretär des Finanzministeriums, Dr. Rüdiger Messal, nämlich auch bezogen auf die Frage der Rückstellung für zukünftige Erhöhung der Beamtenbesoldung für den Fall, dass das Verfassungsgericht zu einer anderen Auffassung kommt als die regierungstragenden Fraktionen und die Landesregierung, dass man bezüglich der Besoldung und Versorgungsanpassung weder wisse, wann der Verfassungsgerichtshof entscheide, noch wie die Entscheidung aussehe. Die Landesregierung vertrat seinerzeit die Ansicht, verfassungskonform gehandelt zu haben. Und dieses angesichts des deutlichen Credos von 20 Experten in der Anhörung, die allesamt gesagt haben, dieses Gesetz ist in dieser Form, wie es vorgelegt ist, verfassungswidrig. Wenn wir also so weitermachen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wird die Haushaltssperre natürlich, wie der Finanzminister angekündigt hat, nicht das Letzte sein. Es wird zu einem Nachtragshaushalt kommen. Und, wie wir hier festgestellt haben, ist bereits das Roulette, das Personalroulette anscheinend eröffnet. Es geht aber zunächst einmal gar nicht um die Frage des Personals bzw. der Einsparungen desselben, sondern es geht darum, unter Aufrechterhaltung der sozialen Standards, der Standards in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur und so weiter und so fort, diese aufrechtzuerhalten und dann zu schauen, wie dem Urteil des Verfassungsgerichts gerecht werden kann. Das ist doch das Entscheidende. Sie haben, Herr Finanzminister, im Haushalt 2013 bereits erhebliche Summen eingestellt gehabt, nämlich genau für die oder prospektiv die 1:1-Anpassung der Beamtenbesoldung. Es geht gar nicht darum, 1:1 anzupassen, das hat das Verfassungsgericht gesagt. Das hat das Verfassungsgericht so bestätigt. Das haben auch wir von der Piratenfraktion gesagt, dass es nicht darauf ankommt, 1:1 anzupassen, sondern durchgängig durch alle Besoldungsstufen gerecht anzupassen. Und das setzt voraus, dass man mit den Betroffenen spricht. Das, was Sie bisher versäumt haben, können Sie nunmehr nachholen. Dazu werden Sie natürlich die Zeit benötigen, in der die Haushaltssperre läuft. Und ich sage Ihnen und fordere Sie auf, von Seiten der Piratenfraktion, unverzüglich einen geänderten Gesetzentwurf bzw. einen entsprechend angepassten Gesetzentwurf vorzulegen, der dann eben die Verfassung nicht bricht, sondern einhält und Ihren Ankündigungen, Frau Ministerpräsidentin, aus dem Jahre 2013 gegenüber der Beamtenschaft im Lande Nordrhein-Westfalen entsprechend gerecht wird. Dankeschön.